In unserer Politikserie haben wir bereits über viele verschiedene Parteien gesprochen. Seit einiger Zeit ist die AfD mehr denn je im Gespräch. Aber was verspricht die AfD eigentlich? Was sind ihre Ziele und was würde sie gerne ändern? Die wichtigsten Ziele für die Bundestagswahl 2017 zeigen wir dir jetzt. Die AfD, also die Alternative für Deutschland, wurde 2013 gegründet. 2015 gab es innerparteiliche Spannungen, weshalb es zu einem Wechsel der Parteispitze kam. Die Kandidaten sind Alice Weidel und Alexander Gauland. Wir wollen im Folgenden Stück für Stück die wichtigsten Bereiche durchgehen und wir beginnen mit dem Bereich Arbeit und Soziales. Die AfD ist für die Beibehaltung des Mindestlohns und setzt sich verstärkt für die Unterstützung von Familien ein. Darauf bezieht sich auch die bezogene Rente. Wer durch Kinder und Familien weniger verdient, erhält später einen Ausgleich für die Rente. Zusätzlich wird mehr in die Familienpolitik investiert und Familien auf allen Ebenen mehr unterstützt. Ebenso wollen sie die häusliche Pflege durch Angehörige fördern und die Pflegesätze anpassen. Im Bereich der Bildung setzt die AfD auf das differenzierte Schulsystem, sprich mehrgliedrig mit Sonderschulen und ohne Einheitsschulen und Inklusion, da alle Schüler individuell unterstützt werden sollten. Verstärkt soll dabei der Schwerpunkt wieder auf Fachunterricht und Fachwissen liegen. Das System der dualen beruflichen Bildung, also Theorie und Praxis, soll gestärkt werden. Die Bologna-Reform mit Bachelor und Master soll rückgängig gemacht werden, sodass es wieder Diplom, Master und Staatsexamen gibt. Da eine gesunde Umwelt die Grundlage unseres Lebens ist, sollen Fischerei, Forst und Jagd wieder im Einklang mit der Natur erfolgen, was auch bedeutet, dass Tierschutzgesetze konsequenter umgesetzt werden sollen, so die AfD. Auch soll die Windenergie nicht mehr unkontrolliert ausgeweitet werden, da sie mehr Schaden als Nutzen bringt. So sollen landwirtschaftliche Flächen wieder verstärkt für die reine Nahrungsmittelproduktion genutzt werden. Das schädliche Glyphosat zum Beispiel soll allerdings niemals eingesetzt werden. Das Gesetz für erneuerbare Energien soll abgeschafft werden, sowie die Förderung dieser reduziert, da sie künstlich vom Staat gefördert werden und daher Planwirtschaft entsprechen. Kernkraftwerke sollen so lange bestehen, bis die Stromversorgung durch erneuerbare Energien komplett erforscht und gesichert ist. Seit 2 Jahren ist auch das Thema Einwanderung wieder sehr präsent, obwohl Deutschland ja in gewisser Weise schon immer ein Einwanderungsland war. Aber wie steht eigentlich die AfD genau dazu? Im Vergleich zu den anderen Parteien kann man wohl sagen, am extremsten. Schließung der EU-Außengrenzen, strenge Grenzkontrollen, Einreise ohne triftige Gründe gar nicht erst ermöglichen und so weiter. Auch wollen sie dafür sorgen, dass das deutsche Sozialversicherungssystem mit sämtlichen Leistungen keinen Fluchtanreiz mehr darstellt, was ein interessanter Ansatz ist im Vergleich zu den anderen Parteien. So soll es im Prinzip zu einer Nullzuwanderung kommen. Weigern sich Staaten, ihre geflohenen Bürger zurückzunehmen, dann soll die Entwicklungshilfe eingestellt werden. In einem weiteren Punkt ist die AfD bekanntermaßen auch relativ extrem. Deutschland kann aus der EU austreten, Nationalstaaten sollen erhalten bleiben und es wird der Austritt aus dem Euro bzw. dessen Abschaffung gefordert. Und damit kommen wir zum letzten Bereich, nämlich der Sicherheit. Polizei als auch Strafjustiz sollen gestärkt und verbessert werden, das Waffenrecht darf nicht verstärkt werden und die organisierte Kriminalität soll nachhaltig bekämpft werden. Hinzu kommt der Schutz der deutschen Grenzen. Daher soll auch die Wehrpflicht wieder eingeführt werden. Da einige Ziele und Vorhaben nicht konkreter formuliert wurden, kannst du gerne einen zusätzlichen Blick in das AfD-Wahlprogramm wagen, denn nur wer informiert ist, kann letztendlich eine ausgewogene Meinung bilden. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Überblick über die wichtigsten Punkte gefallen hat. Schreib deine Gedanken doch gerne in die Kommentare und check unsere Videos zu den weiteren Parteien ab. In dem Sinne, gerne bis bald, mach's gut und ciao!